Hallo die Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dark Souls 3 bis Nico heult. Und das wird bald sein, denn mein Kaffee ist alle. Ich müsste mir neuen kochen, aber na, das wäre nicht gut. das wäre wirklich nicht gut. So, in der letzten Folge sind wir an dieser Treppe hier stehen geblieben und ich würde sagen, wir gehen die mal hoch. Okay, wollte gerade sagen, die geht nicht weiter, aber sie geht weiter. So, ich bin gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Wir haben nicht mehr so viele Flakons. Ich muss mal das Mikrofon ein bisschen richten. Nachricht lesen. Feindliche Horde voraus, umso mehr Zeit für Köder. Ah, ja. Habe ich noch nie verwendet, ne? Wollen wir das mal testen? Also wenn es jetzt da schon steht, also können wir mal ruhig mal testen. Ich nehme die Scheiße sowieso nicht. Ich hab nicht Scheiße gesagt. Ach, ihr seid da eher... Die meisten sind volljährig. Punkt. Wem mache ich eigentlich was vor? Es bleibt ja hervorragend. Na geil, dann bin ich hier bald auf eben Haufen. Kollege, damit könntest du jemanden verbrennen, das ist dir bewusst, ne? Ah, ihr seid ein ganz komischer Haufen. Rock des Diakons. Wer bist du? Oh. Du bist das. What? Ich muss weg. Ah. Wir müssen erstmal den da am besten wegmachen. Entschuldigung. Ich hoffe, das war nicht allzu laut. Vielleicht schnalle ich es raus, vielleicht vergesse ich es. Es ist sicher, dass ich es vergesse. Es ist fast sicher, dass ich es vergesse. Wie alles. Um mich herum. Naja. Krass. Okay. Oh Gott, ey. Jetzt müssen wir den Drecksweg doch mal gehen. 17.000 Seelen stehen auf dem Spiel. Ihr könnt es nicht sehen, deswegen sage ich es. Aber ihr habt ja... Meines Wissens habt ihr es geschrieben, ne? Dass rechts gut ist. Habt ihr, glaube ich, schon geschrieben, ja. Habe ich zumindest gelesen. Glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, tja. Deswegen sage ich's, weil links werden ja doch ein paar mehr Sachen verdeckt als rechts die Seelen. Also dann auch nicht so krass wichtig. Aber deswegen sage ich's. Was? Ist das eine Abkürzung? Ach so, nee, hier gehe ich zurück. Ja, komm. Lass deinen Feuer bei dir. Heb das für wichtige Zeiten auf. Brrrr. Geh ich halt hier rum. Oh. Warte, ich lese mir die Nachricht nicht durch. Och Mann, ey. Okay. Wenn er jetzt sagt, scheinbare Band, ne? Abfall. Hab ich gesehen. Oh, ich hasse die Menschen, die Nachrichten schreiben. Habt ihr schon mal Nachrichten geschrieben? In Dark Souls? Habt ihr schon jemals irgendwo eine Nachricht hingehauen? Ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie. Genau, jetzt trifft er mich. Ich weiß gar nicht, wie es geht hier. Bei Dark Souls 3, muss ich gestehen. Nachricht. Ah, es gibt einen extra Menüpunkt dafür. Ich hätte mal meinen Aggriff kommen können. Jetzt bei. Ich glaube, bei allen Dark Souls-Spielen gibt es einen Menüpunkt extra dafür, ne? Ich übersehe jedes Mal diese Treppe. Nur bei Bloodborne gab es, glaube ich, ein Item, was das ausgelöst hat oder ermöglicht hat. Hat man aber auch. Nach dem ersten Tod sozusagen bekommen. Scheiße! Was? Wieso? Ah.
Okay. Ganz ruhig. Okay. Ein bisschen Panik gekriegt. Um die Seelen. Es ist ein Level, ja. Immerhin ein Level. Oh, nee. Kann man den nicht sogar umgehen? Fällt mir jetzt gerade mal auf. Ich bin ja, wollte jedes Mal da reingehen. Aber man kann den, glaube ich, auch umgehen, ne? Da sind noch Items. Und noch eine Tür. Und die Brücke ist wieder unten. Warum? Ist da vielleicht ein Leuchtfeuer? Man weiß es nicht. Werde ich eigentlich immer dunkler? Oder verliere ich Kontrast? Kapuze an der Maid. Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch alle schon aufgehoben, aber nee. Weiß gar nicht, wie das andere hieß, das wir gekriegt haben. Was auf jeden Fall ein ähnliches Icon hat. Seele eines namenlosen Soldaten. Und hier, ey, wenn es ein Boss ist, ne? Dann mache ich alle nass. Allesamt, wie er da sitzt. Ich hole mir erst meine Seelen. Die zweite Tür ist mir dann doch zu heikel. Ach nee, der Typ war rechts. Ja, ich erinnere mich. Hier sind wir gar nicht lang gelaufen. Links. Den Satz oder den Platz haben wir tatsächlich übersehen oder ja, vergessen im Grunde. Oh, komm. Meine Herren, ey. Das will ich nach dem Aufstehen. Lahmarschig vorm Herrn. Genau, da war der Riese. Da ist die... Ah, okay. Wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Ne, dann machen wir erstmal das. Und gucken uns... Also je nachdem. Es müsste ja dann hoffentlich gleich ein Leuchtfeuer kommen. Beziehungsweise eine Sackgasse. Da ist wieder der Wurmfortsatz. Schlichtweg gemeint als Blinddarm. Der Wurmfortsatz? Ja, ist das, ne? Ist der Blinddarm. So, 18.600 Seen haben wir jetzt mittlerweile. Jetzt müssen wir mal gucken. Der kam ja dann doch recht spät. Dann trinken wir mal was. Nehmen das Ding zweihändig. Und dann klopft man den mal von hinten. Genau, da habe ich noch ein Invisible Frame. Ich krieg das Ding trotzdem vor der Nase. Und nochmal. So. Und jetzt kriegt er vor die Nase. Ja, er kann das Ding auch schwingen. Scheiße. Jetzt hör mal bitte auf. Es tut doch irgendwann weh. So nach dem vierten Mal ist das schon nicht mehr schön. Vor allem, wenn ich drunter durchrolle. Ich will nicht nochmal sterben. Ich will nicht mal sterben. Ah, ich nehme so aber. Ich nehme mal das Schild hier. Kacke! Ah! Nein, 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 nein! 19.300 Seelen. Es ist aber zum Glück nicht weit. Kürzer als gedacht tatsächlich. Das schiebe ich jetzt mal ein bisschen auf die Bemühung.
Reaktion lassen dann doch nach. Ich weiß nicht, ob es meine... ich weiß nicht. An meiner Sprache und meiner Stimme merkt man es auf jeden Fall. Aber meine Augen, ich glaube, die sind auch nur halb offen. Weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Aber ich schlafe jetzt hier tatsächlich ein. So halb. Ist, glaube ich, auch der letzte Part, den wir heute machen. Platztechnisch würde sowieso nur, glaube ich, ein weiterer Part gehen. Und den hebe ich mir immer auf, weil ich habe nur eine Festplatte. Das ist die interne Festplatte, die ich, mit der ich aktuell aufnehme. Soll man nicht machen. Geht aber nicht anders, weil ich nichts anderes habe. Ist allerdings eine SSD-Karte. Soll man auch nicht machen. Ist mir bewusst. Wie gesagt, ich habe keine andere. Das ist das Problem. Deswegen, allein nur, dass es eine SSD ist, reicht, glaube ich, oder hilft, dass es, ja, die Datenmengen, mit denen ich aufnehme, die relativ groß sind tatsächlich, glaube, also was ist relativ groß, es geht halt. Es geht besser theoretisch, aber das ist dann nur, ja, unsinnig verbrauchter oder unsinnig benutzte Bitrate, die man in dem Fall gar nicht braucht. Ja, das ist so viel Geschwafel. Von daher, eine Minute hat ein Gigabyte. So in etwa kann man rechnen. So groß sind die Dateien oder die Rohdateien letztendlich von Dark Souls 3 aktuell, mit denen ich aufnehme. So, genau, dann waren wir da. Dann haben wir den einen schon mal im Gang. Diesmal habe ich es mir gemerkt. Jetzt haben wir im Grunde nur noch diesen Wurmfortsatz, den wir... Haben wir gerade auch nicht getötet, ne? Sind wir auch vorbeilaufen. Und dann sind wir schon beim Guten. Genau, der landet nämlich auf dem Geländer. Den können wir einfach so lassen. So, und da haben wir die Seen wieder. Knapp 20.000 Seen. Und dann machen wir es einfach diesmal genauso. Plus, dass wir einen Feuerball abkriegen. Warum auch nicht. So, jetzt haben wir schon beide gekriegt. Oh, scheiße. Okay, ich trinke mal zur Not was. Robert ist Diakon. Nochmal. Okay. So, bisschen Wreck. Was trinken und dann ruhig runterspielen. Und man die Nase juckt. Das ist ein perfektes Timing. Was kann man nicht gebrauchen? Ey, sag mal, kannst du mir aufhören, mir ins Gesicht zu treten? Okay. Ah, scheiße. Jetzt war ich zu weit weg. So. Sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Ah, Gott, ey. Das war auch eine schwere Geburt. So, 21.000 Seelen. Jetzt sind wir auch auf der Empore sozusagen. Vor einem Ding, was die anbeten. Und wir haben eine Glut bekommen. Okay, da geht's wieder runter. Kann ich mal in meine Sackgasse oder ein Leuchtfeuer kommen? Das wäre voll geil. Ja, machen wir die mal noch kaputt. In der Hoffnung, dass nicht irgendwie Bosskampf getriggert wird. Ja, alles okay. Nichts kaputt gegangen. Läuft. Okay. Das ist eine Nebelwand. Die einzige Nebelwand bisher in Dark Souls 3, die bereits da ist, bevor man reingeht. Das heißt nichts Gutes. Ich
Scheiße. Achso. Das war jetzt im Kreis gelaufen. Okay, gehen wir da drüben nochmal durch. Und dann gehen wir runter. Jetzt haben wir schon zwei Punkte. Hüt. Jetzt haben wir schon zwei Punkte. Ach nee, das ist wahrscheinlich der. Okay, gucken wir nochmal links lang. Nicht, dass da vielleicht auch noch ein Item liegt oder so. Ja, zwei Wege sozusagen, wo ich mich nicht traue, weiterzugehen gerade. Das ist einmal die zweite Tür, die wir geöffnet haben. Wo ich jetzt schon nicht mehr weiß, wo sie... Achso, ja, ich hab... Ja, natürlich. Natürlich, ich weiß, wo lang. Ja. Ein Shortcut, genau. Das wollen wir doch. Sowas wollte ich doch. Schön. Nach oben. Ja? Noch eine Tür. Willst du mich eigentlich verarschen? Boah. So. Wir haben jetzt drei riesige Türen. Beziehungsweise zwei riesige Türen. Und ein Nebelgate. Das Nebelgate, das sind wir uns einig, ist kacke. Wenn ich jetzt dieses Tor aufmache und da auch ein Boss dahinter ist, ich aber die erste Tür hätte aufmachen können und ein Leuchtfeuer dahinter gewesen wäre, dann kotze ich so ein bisschen. Ich mache diese Tür auf. Obwohl die größer ist. Man könnte meinen... Ich hätte mich eigentlich für die kleinere entscheiden. Ah, okay. Haben wir ein bisschen Schwein gehabt. Das ist der Haupteingang. Okay. Ja, machen wir die mal kaputt. Ey, sag mal, wie viel HP hast du da eigentlich noch? Voll um. Okay. Okay, dann bleibt jetzt eine riesige Tür und das Nebelgate, wovon mindestens ein Boss dahinter steckt. Vielleicht sogar zwei. Weiß ich nicht. Vielleicht machen wir gerade umsonst den Umweg sozusagen, weil das eigentlich der Weg nach draußen ist, weil wir einen Boss getötet haben. Versteht ihr, was ich meine? So als Nachricht, jo, du bist mit dem Gebiet fertig. Hau mal ab, du Sau. Aber zur Sicherheit gehen wir doch mal zum Leuchtfeuer zurück. Über diesen Weg. Um auf der sicheren Seite zu sein. Um die Seen vor allem nach Hause zu bringen. Aria. Ein lilanes Zeichen. Würde ich jetzt nicht so trauen, den ganzen Zeug. So, wir gehen mal schnell zurück. Wir haben die Hälfte schon blumen, ey. Meine Herren, heute oder jetzt überziehen wir nicht so in dem Part. Ich will ja nicht so lange sein. Mir ist übrigens mal, das wollte ich eigentlich letzte Folge schon erzählen. Es kommentieren ja immer noch Leute unter alte Videos. Selbst unter Dark Souls 1, dem ersten LP, hatten wir tatsächlich nochmal hier und da Kommentare. Aber unter Dark Souls 2 beispielsweise kommentieren auch mal welche. Und da habe ich mir mal die Folgenlänge angeschaut. Und da habe ich tatsächlich regelmäßig nur 14 bis 15 Minuten gebracht. Das ist krass. Ich wusste nicht, dass ich so, nur so kurz sozusagen die Videos gemacht habe. Da wäre mir bis heute nicht durch. Kein Wunder, dass die Parts alle so, so lang sind, beziehungsweise die LPs so krass lang sind, mit so vielen Parts. Dark Souls 2 ist, glaube ich, das längste, okay, es ist generell lang, aber das längste Let's Play, was wir je hatten auf dem Kanal. Und ja, jetzt machen wir mitunter fast 40 Minuten in einem Part. Das wären früher drei fast gewesen. Drei. Ja. So, jetzt können wir eigentlich auch hier lang... bam, bam, bam. Genau, dann würde ich jetzt erstmal hier lang gehen. Machen wir nochmal den Weg. Und machen dann die andere Tür auf. Weil, wie gesagt, in dem Nebelgate ist definitiv was Schlimmes. Dann mache ich lieber erstmal die Tür auf. Vielleicht ist ja noch ein Leuchtfeuer oder so. Wäre ja nur gut.
So. Genau, da lang. Oh Gott, das heizt sich jetzt aber auch auf. Also mittlerweile ist es ja ein bisschen später geworden. Und die Sonne ballert genau auf meine Wohnung. Ah, und ich muss mal langsam das Fenster aufmachen. Also danach muss ich echt mal das Fenster aufmachen, weil die Sonne, die ballert so krass hier rein. Und meine Augen werden immer schwerer und müder. Mach vielleicht einen Mittagsschlaf nachher. Das ist auch das Geilste, was es gibt. Mittagsschlaf. So, ich kann schon meine Augen kaum offen halten. Deswegen quatsche ich auch ununterbrochen. Einer muss mich ja wach halten. Auch wenn ich selbst bin. Ne? Einer muss es tun. So. Genau, da ist die Tür. Oh, Mensch. Das Ding ist auch schwer und tut bestimmt auch weh. Siehst du? Damit das käme mir helfen. Tschüss. Kleine Titanitscherbe. Jetzt gehe ich ins Nordische. Kann ich gar nicht. Ich würde gern andere Dialekte können. Ich kann leider nur Sächsisch. Ist nicht so geil. Ich einer der schlimmsten Dialekte sozusagen abbekommen. Nordisch ist ganz cool. Bayerisch finde ich auch nicht so geil. Das ist somit der schlimmste im Prinzip, finde ich. Ist, glaube ich, auch am unbeliebtesten, ne? In einer Skala, weiß ich nicht. Sächsisch ja auch. Sächsisch ist, glaube ich, das unbeliebteste. Bayerisch kommt, glaube ich, danach. Also Nordisch, ne, finde ich total sympathisch, wenn jemand Nordisch redet. Also so Bremen, Hannover, Hamburg, so die Ecke. Ah, jetzt sind wir hier. Einen heiligen Zweizack. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ein Zweizack. Kein Dreizack, ein Zweizack. Da ist er. Okay. Ja, wie ihr schon sagt, eine heilige Waffe. Braucht man 16 Faith. Faith. Beziehungsweise, heißt es Wille hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Gucken wir mal nach. Glaube. Glaube heißt es. Und ein Heimatknochen. Hat sich ja voll gelohnt, dass ich in diese Tür nicht reingegangen bin, weil ich Angst hatte. Und wir waren im Nexus. Meine Fresse. Und wir haben die Estus schon wieder nicht eingetauscht. Ich hab's schon wieder vergessen. Grissen, grimm, grissen. Okay, dann machen wir eins. Auch wenn es ein bisschen scheiße ist. Aber wir müssen sowieso zurück. Genau, Feuerbahnschrein ist okay. Dann sparen wir uns sogar eine Ladesequenz. Im Grunde. Mehr oder minder halt. Dann gehen wir nochmal zurück in Nexus. Ja, Seen ploppen wir jetzt mal nicht an der Stelle. Aber wir geben zumindest die Estus ab. Und nehmen dann das andere Leuchtfeuer, um direkt zum Nebelband zu kommen. Ist der kürzere Weg auf jeden Fall. Nee, das war kacke. So. Be careful. Be careful. Warte mal. Genau. Brauche ich nur zwei Stück. Wie viel? Ach, plus 5 ist die erst. Oh, ich dachte auf plus 7 oder sowas. Oder plus 8. Das ist natürlich mau. Das ist natürlich mau. So, wir müssen dennoch dahin zum Leuchtfeuer, fällt mir gerade ein. Bloß rausgehen. Und dann bin ich mal gespannt, ey. Da ist dann der kleine Teaser. Das könnte ein Teaser werden. Ich weiß nicht, ob wir mal reingehen. Also 10 Minuten haben wir noch. Ich werde jetzt gerne 10 Minuten bis dahin brauchen. Oder wie viel haben wir noch? Oh, 5 Minuten. 5 Minuten. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht gehen wir auch nochmal kurz rein, gucken uns das an. Ihr wisst es ja sowieso, von daher. Wem mache ich hier was vor? Da, 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 da.
Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie bin ich denn da hingekommen? Okay, ich hab's wieder. Ich hab's wieder. Ich musste gerade echt überlegen, das ist echt schlimm. Ich kann mir nicht mal Sachen merken, die vor 10 Minuten waren. Alter. Das wird mit zunehmender Stunde immer schlimmer. Ich vergesse nachher, wo ich bin. Wenn ich nicht schlafe. Deswegen, Mittagsschlaf ist wichtig, Freunde. Jetzt wisst ihr's. Jetzt wisst ihr's. Gut, dann gehen wir hier durch den Haupteingang. Die machen wir erstmal platt. Ja, komm. Wenn du mich halt dauernd attackst hier, dann friss halt auch mal mein Schwert. Ging's zum Shortcut. Hier ging's runter. Da haben wir keine Mobs sozusagen dazwischen, ne? What? Hier bin ich auch nicht gewesen. Oh. Schon wieder eine Stelle, die ich voll verpasst habe. Duell-Damulett. Ja. Ich verhaspel mich und sag's trotzdem falsch. Hier. Mensch. Siegmeier. Well, you look reasonably sane. Nur freilich. I am a knight of Katarina. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. It's right over there, across that narrow part. Treasure. Always so close, yet so far. I'm in quite a pickle, indeed. Ach, gell. Would you just hold your horses a moment? I know. Treasure is so sorely tempting. Ja, ich glaube, wir finden den, bevor wir die Brücke hochgefahren haben. Okay. Ich hab dir was hochgefahren. Komm mit. Ich zeig dir, wo es lang geht. Das? Shame on you, you greedy guts. Thought you could outwit an onion. Well, say hello to the nice giant. He adores visitors. Er ist schon tot. Patches, Alter. Das ist Patches, ne? Ah, das ist Patches. Ja, er ist schon tot. Genau, jetzt müssen wir wieder da lang. Ach, das ist... Ich hab keinen... Ach, der Riese ist mir doch scheißegal. Der Typ mit dem großen Schwert ist mir nicht egal. Echt, der ist bestimmt noch da. Ich renne an dem vorbei, das könnt ihr wissen. Ihr habt keinen Bock auf den. Lass mich kurz überlegen. Nee, warte mal. Wir müssen nochmal in die andere Richtung. Wir müssen nochmal durch die Tür gehen. Ja. Wurmfortsatz. Sag Tschüssi. Wir müssen nochmal... Ja, das war jetzt mal mein Denkfehler. Da war ich immer einen Schritt zu weit in dem Falle. Und ja, wir sind gerade drüber. In dieser Minute sind wir... sozusagen in die... Phase der Beziehung geraten.
die dringliche Phase der Beziehung. Aber das müssen wir jetzt noch machen. Wir müssen nochmal zu Patches gehen und, ja, den vielleicht töten. Oder vielleicht stellt er sie hier vor. Es waren Patches. Patches hat in jedem Fall eine Glatze immer gehabt. Er hat immer so komisch dreckig gelacht. Er hat auch mal eine andere Stimme jetzt. Würde ich behaupten. Was ich nur behaupten würde, weil... Was? Hey, jetzt wäre ich völlig durcheinander. War die andere Richtung doch richtig? Ach, die andere Richtung war doch richtig. Und dann schreibt es doch in die Kommentare. Am besten in Part 20. Den kann ich wenigstens lesen. Weil der Rest in der Zukunft passiert. Versteht ihr? Ja. Ja, super leid. Ja, dann machen wir halt, überziehen wir halt noch ein paar Minuten. Kann ich auch nichts für. Sklavenkapuze. So danken wir es uns. Mit der Sklavenkapuze. Dann müssen wir doch an dem Typen vorbeirennen. Ah, Gott, ey. Ja, war jetzt zum Glück. Also, das ist... Hätte bitterer ausgehen können, wenn jetzt 10 Minuten gelaufen wäre. Aber so waren es nur eine Minute oder zwei Minuten. Mit sinnlosem Gelaber gefüllt. Von daher passt das. So. Mal gucken, ob wir... Boah, cool. Okay, er ist aber aufgewacht. Ja, ja. Da ist die Nebeltür. Ah, fuck. Ja, die Tür... Beziehungsweise die Treppe war ja hier. Ah, ach, deswegen ist da so eine Umführung. Damit du dem Kerl da nicht begegnet. So, dann fahre ich das Ding nochmal hoch. Beziehungsweise runter. Ich fahre nochmal hoch und der Typ folgt uns auch nicht mehr. Das ist schick. Ja, ich bin wieder drauf gegangen. So, ich bewege mich jetzt nicht, bis ich oben bin, dann renne ich nach vorne. Okay. Haben wir uns geklärt. So, da war die Tür. Ich habe da tatsächlich vorhin die Treppe nicht gesehen. Aber ist auch nicht verwunderlich. Oh, hätte ich den Hebel nochmal? Oh, ich hätte den Dreckshebel nochmal drücken müssen. Oh Gott, ey. Überlebe ich das, wenn ich dann nach unten... Hey, wahrscheinlich nicht. Oh Gott, ey. Könnt ihr mir sowas nicht sagen? Gestern am besten schon. So nach dem Motto, ey Nico, in der Folge, in 5 Folgen, da wo du wahrscheinlich irgendwo sein würdest, drück den Hebel nochmal. Das wäre eine super Hilfe. So, naja, gehen wir die nochmal. Jetzt muss ich überlegen... Ja, jetzt ist es, glaube ich, eh nicht mehr so weit. Und das machen wir jetzt noch. Wir wollen wissen, was dahinter ist. Ich will das wissen. Oh. Was ist so? Und da finden wir noch ein Item. Was die ganze Zeit schon da krass leuchtet. Ein Drang-Doppelhammer. Siehst du, ich wollte mal die Ausrüstung noch durchlesen. Muss ich auch in dem Part machen, weil ich es in der nächsten Folge wahrscheinlich eh vergesse. Von daher wird das wahrscheinlich eine 40-Minuten-Folge. Es tut mir auch leid. Dann sag halt dem Hebel, er soll selbstständig wieder hochfahren. So, Hebel. Ah. Das hätte auch tatsächlich schief gehen können durch Clipping-Fehler oder... Ja, bösen Entwicklern, dass ich da hätte durchfallen können. Weil der kurzzeitig so eine Spalte war. So. Ach
Gott, wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Ach, Mann, ey. Naja, war es halt doch ein 10-Minuten-Weg, irgendwie. So war das ja im Prinzip auch nicht geplant. Okay, hier lang. Und dann haben wir es doch gleich. Aber ihr wollt doch auch wissen, was da ist. Von daher, ich tue euch doch auch nur einen Gefallen. Ja, sonst müsstet ihr bis morgen warten. Bis morgen. Und morgen habt ihr vielleicht ja keine Zeit. Weil die Sonne nämlich scheint. Und weiß ich nicht. Die Freundin zum Beispiel da ist. Ne, könnt ihr nicht gucken. Dann müsst ihr noch einen Tag warten. Deswegen machen wir das in der Folge. Ich tue euch nur einen Gefallen. So sieht das aus. Ich mach das nicht für euch. Nicht für mich. Mach das für euch. Ja. Was? Willst du mich mal so ein bisschen verarschen? Ey, wer verarscht mich jetzt hier? Willst du mich eigentlich verarschen? Okay, wir machen das jetzt nochmal. Ich gehe jetzt nochmal ganz, ganz fix runter. Dann beobachte ich, was mit diesem Hebel passiert und wann dieser runtergeht. Ob dieser runtergeht, während ich noch unten bin. Falls ja, dann hätte ich das gerade sehen können. Falls nein, wir machen so oder so dann Schluss. Keine Angst, es wird nicht noch länger. Ich muss ja den Kram auch hochladen. Ich kann ja nicht eine Stunde Gameplay machen hier. Kann ich schon. Machen wir bei anvisiert. Prinzipiell ist es durchaus möglich. Aber das kann ich euch, das möchte ich euch ja nicht zutrauen. Oder zumuten. Wer weiß. Vielleicht kommt ja morgen oder heute die Freundin eine halbe Stunde früher. Ja. Ich möchte nicht zwischen euch stehen. Weißt du? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ist da auch so ein Hebel? Ich fühle mich echt so ein bisschen verarscht, ne? Ist da auch noch so ein Hebel? Boah, ich bin echt verwirrt, ey. Freunde, nehmt's mir nicht übel, aber ich bin echt verwirrt. Was ist denn los hier? Ich raff's nicht mehr. Ich raff's beim besten Willen nicht. Ich habe, also die Brücke ist für eine andere Seite gedacht, glaube ich, weil, na eigentlich nicht, ne? Oder die geht jedes Mal, ich zieh nur mal kurz dran. Ich gehe jetzt nochmal ganz, ganz kurz Richtung nach oben. Ich bin in dem Moment jetzt mal leise, damit ich, weil der Fernseher relativ leise eingestellt ist, damit ich mal höre, ob im Hintergrund diese Mechanik wieder nach unten kommt. Ah, nee, warte mal, da. Da geht's nach raus. Oh. Oh, da bin ich jetzt völlig durch. 40 Minuten, ich krieg eine Macke, ey. Warte. Wir machen das in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt nochmal in die Richtung. Nur um zu gucken, ob es da vielleicht auch so eine Hebekack gibt. Kann ja sein, aber der hat ja gesagt, Riese. Und der Riese war nur in der Richtung. Und ich sehe von hier auch nichts. Was bist denn du für einer, oder? Was haben sie mit dir gemacht? So, hier ist auch kein Hebel. Weil, ey, sonst kann ich echt nicht ruhig schlafen. Heute Nacht.
wenn ich nicht weiß, was mir da irgendwie, wer mich da verarscht. Ob mein Hirn mich verarscht oder ob es tatsächlich der Typ ist, der mich verarscht, dass ich vorher irgendwas machen muss. Ich kann sonst nicht ruhig schlafen. Jetzt geht auch mal, was ist da? Ja, perfekt. Während der Aufnahme Handy anmachen oder anlassen. Das sind die wahren Profis. Das sind die wahren Profis. Dürfte gleich nochmal klingeln, glaube ich. Ich habe jetzt nur schnell weggedrückt. Fragen sie wahrscheinlich auch. Alter, nimm ab. So, wir sind jetzt auf dieser Empore. Das heißt, wir verfolgen das jetzt mal. Okay, ich habe was gehört. Können wir das von hier sehen? Das ist die Frage. Müssen wir, genau. Es ist noch oben, okay. Oder hat das was mit dem Fahrstuhl zu tun? Es ist immer noch oben. Es ist aber da. Ah, es ist hier. Okay. Wer zur Hölle? Da. Ah. Jetzt haben wir schon ein paar vor mir gemacht. Okay, ich raff's nicht. Wer hat denn dann eigentlich, hat er das dann selbst nach oben gefahren? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war verwirrt. Auf jeden Fall haben wir diese Brücke, die er runtergemacht, nie hochgemacht. Deswegen müssen wir einen anderen Weg finden. All das, liebe Freunde, gibt's vielleicht morgen. Erstmal kommt der Endscreen und zwar ich hier. Mann, was für eine Folge. Das gibt's ja nicht, ey. Ohne Spaß. Ich war echt am Ende ein bisschen verwirrt. Man hat es mir wahrscheinlich angesehen. Vielleicht war es ultra lustig. Vielleicht war es ultra langweilig. Vielleicht beides. Ich hoffe, es war wenigstens ultra lustig. Ja, was anderes würde ich euch nicht wünschen wollen. Ich möchte ja euch nichts Böses wünschen. Tja. Sigmund, beziehungsweise Siegmeier heißt er ja eigentlich. Der eigentlich gar nicht Siegmeier war, sondern wahrscheinlich Patches. Den werden wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal wiedersehen. Bis dahin schlafe ich mich allerdings ordentlich aus. Ich wünsche euch ab morgen dann, morgen dürfte, wenn alles hinhaut, Freitag sein, ein wunderschönes Wochenende. Jetzt schon mal voraus. Morgen ist Freitag, wenn ihr den Part seht. Hoffe ich. Und ja, freut euch schon mal aufs Wochenende. Ich würde sagen, es wird sonnig. Ja, das können nicht mal irgendwelche Wettervorhersagen sagen, ich kann das, morgen wird sonnig. Geht an den Strand oder geht sonst wohin. Bis Nico heult, gibt's auch da. Dark Souls 3, das war's. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.